Heyo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forza Horizon 4 mit LaRaisa at Horizon. Wir fahren mal fort und gucken uns an, was das nächste Kapitel zu bieten hat. Welches Auto, welche Strecke und welches Thema. Das wäre dann Kapitel 5. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin ein bisschen raus gerade. So, Kapitel da sind wir Nummer wieder 7. Mit tollen Spielen okay. Und tollen Autos. Ich bin LaRaisa und ich dachte, wir wären in England. Das vierte Dabei Kapitel. Ist Edinburgh gleich um die es Ecke. Geht ja rückwärts. Nummer 7 ist keine große Überraschung. Es ist Project Gotham Racing und der Ferrari 355 Berlinetta. Schon wieder ein Ferrari. Ich hab's befürchtet. Gut. Können wir nicht mal irgendwie ein Rennen nach Edinburgh. Einen Käfer oder so? Vielleicht kommt es ja noch. Das wäre geil. So ein Herbie-Rennen oder so mit 20 km/h, Viertelstunde Zeit. In 400 Metern rechts abbiegen. Da, Alter, was? Heckschleudern. Ich hasse es. Rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Zurück, Marsch. Ich bleib nicht an einem Baum hängen, nur weil da vor mir so ein kleiner Abarth fährt. Ey, Leute, es ist nicht wahr, diese... Ich hasse Ferrari. Warum muss die ständig Ferrari fahren? Bremsen. Ruf aufs Gas. Rechts abbiegen. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Oh, es geht über die Brücke. Links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. So liebe ich Project das. Gotham Racing hatte dieses prima System namens Kudos. Im Grunde heißt das Stunts fahren und dafür Kudos sammeln. So, wie schaut es zeitmäßig aus? Liege ich gut drin oder eher nicht so? Ich habe dieses Spiel immer mit meinem Dad gespielt. Schon bevor ich gestreamt habe, habe ich kommentiert, was wir gemacht haben. Ja, du bist ja eine ganz heiße Nummer. Wie viele Follower hast du eigentlich? 100.000 oder so, glaube ich, gell? Das ist schon eine Hausnummer hier. Dafür, dass ich hier die ganze Arbeit machen muss. Die zweite Ausfahrt nehmen.
Aber wir liegen aber, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Denke ich. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ich liebe diese Stadt. Neulich habe ich hier die 10 beliebtesten Gerichte in Edinburgh gedreht. Jede Herausforderung auf der Princess Street ist nichts dagegen. Ja, jetzt, Alter, jetzt ist ja auch noch Fettverkehr. Wie war das? Wirklich gut in der Zeit? Ja, macht den Ferrari schön Schrott, dass ihn kein anderer mehr fahren muss. Dreckskiste. Aber wir sind gleich im Ziel. Wir liegen gut in der Zeit. Links abbiegen. So, die Ampel nehmen wir noch mit. Ampelphase mitgenommen. Und da sind wir auch schon. Alter, wie der Ferrari aussieht. Sehr geil, das kann nur einen Stern also, geben, mehr gibt's nicht. Wir sind jetzt in Edinburgh. Ich hatte gerade einen Milchshake mit einem Stück Kuchen obendrauf. 5 von 7. Definitiv empfehlenswert. Aber wenn ihr sehen wollt, wie es mir ergangen ist, schaut euch gleich das Video an. Nein, halt. Zuerst müsst ihr sehen, was wir drauf haben. Was? Was denn jetzt? Los, zeig uns deine besten Fahrkünste. Was muss ich denn jetzt machen? Fähigkeiten, Sachen zerstören und so, aber nicht gegen Autos eiern. War nix. Wir müssen durch den Park eiern, Büsche umfahren und nicht gegen Bäume stoßen, weil ich glaube, so schaffen wir es nie. Haben wir 50 Sekunden. Boah, super. Konnte ich ja nicht riechen, dass das Häuschen nicht... Sehenswerter Fail. Bitte mehr davon. Ja, das war ein sehenswerter Fail und ich fürchte auch, wir werden das so nicht schaffen. Weil ich nicht weiß, wie ich hier... Ja, das sind halt Sachen, die dürfen nicht passieren. Alter, jetzt hänge ich hier fest. Dürfen nicht passieren.
Meister habe ich drauf in Zerstörung. Lass uns doch einfach alles platt machen, was wir hier so haben. Vielleicht zählt es ja dann. Geht die Mauer hier? Ne, die Mauer geht nicht. Scheiße. Ja, hier wieder die ganzen Laternen. Bushaltestelle geht auch nicht. Okay, alles klar. Ja, Straßenbahn. Alter! Ja, okay. Vergiss es. Ja, das mit der Fähigkeitenkette in der Stadt ist halt so eine Sache. Wenn das jetzt hier irgendwo außerhalb wäre, würde ich sagen, okay, alles klar, gehen wir hin. Weil da kann man schön hier Büsche platt machen und so. Aber so sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen schwarz. Was zu gewinnen, Blumentopf etc. Gerade mal die Hälfte und nur noch 12 Sekunden Zeit. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriegen werde. Das war fantastisch. Nicht wie erwartet, aber der Stream geht durch die Decke. Einen Versuch machen wir noch. Und dann gucken wir mal, dass wir was anderes machen. Vielleicht kriege ich ja die Kurve noch. Warte mal, wenn ich hier hinten rausfahre, dann fahre ich ja aus der Stadt raus, oder? Na gut, hier habe ich gar keine Chance. Nur Kerzen gerade alles. Da waren sie hin, die Punkte. Mal hier schön über den Golfplatz eiern. Schöner 360. Können wir halt sonst nicht viel machen. Thank you.
Ja, ist halt alles so ein bisschen wahllos und planlos. So wie es aussieht. So, ich dachte immer, Project Gotham Racing bräuchte eine Neuauflage. Wir haben's. Bei Horizon. Ein Glück. Ach, scheiß auf den einen Stern, das probiere ich nicht nochmal, das war nervig. Gut, ja, bitte nicht nochmal so ein Level. Das war jetzt komplett für die Füße. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und ich hoffe, in der nächsten Folge wird's wieder besser. Habt noch einen schönen Abend, macht's gut und ich sag tschö mit Öl.